Ja, gut, ne? Noch nur 2 Minuten. Das sollte Kontakt! Svenjo hat uns verfolgen lassen. Macht sie fertig! Scheiße, ich brauche irgendwas mit viel Deckung. Alter, wie er einfach mal aufsteht. Hallo Dudi. Schönes Ding. Hast du dich gerade selber gelobt, weil du das Auto zerschossen hast? Was? Ich hab das Auto nicht zerschossen. Ja, auch nicht. Ich dachte, du hättest es zerschossen. Nee. Ja, Granaten waren auf. Granate, aufpassen! So, wo kommen die Pappnasen? Ich glaube, wir haben alles ausradiert, was kommen könnte, oder? Ernsthaft? Jetzt, wo ich an der Gatling stehe? Scheint so. Toll. Da muss ich leider Rebellen töten. Nein, Leo. Das sind doch gute Leute. Tu's nicht. Granate fliegt. Nehmt das. Ich blute. Hier in der Granate. Ich blute. Was machen wir, Boss? Mehr Zeit können wir dem Doc nicht geben. So oder so, wir müssen La Gringa von hier wegbringen. Er hat jetzt sich kurz mal 2 Minuten hingelegt, das geht schon. Ja, das stoppt immer die Blutung. Ja, Ruhe ist wichtig. Am wichtigsten ist Ruhe. Das ist wie mit jeder Erkältung. Ja. Sollen wir runtergelaufen kommen? Ja, aber. Nee, ich komm hoch. Okay. Und Pock. Klick, 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 klick. So. What the fuck? Ah, okay, das sind Meter. 800 Kilometer, was? Ich hab grad 93 Kilometer gesehen. Oh. Wir sind am Treffpunkt. Übergeben wir sie Bowman, dann ist erstmal Pause. Hauptsache, von einem kleinen Kuhdorf zum nächsten. Lauf! Lauf, Schlampe! Los! Schnell leer. Oh, oh Gott, was macht ihr mit mir? Das nennt sich Erste Hilfe und jetzt seien Sie nicht so ein Weichei. Oh Gott. Hier. Los, öffnen. Abholung in 10 Minuten. Oh Kacke, bin ich froh, wenn ich die Heulsuse los bin. Ihre kleine Klinik bringt Ihnen vielleicht Vergebung bei den Rebellen, aber bei mir zieht der Scheiß nicht. Eine heiße Schnecke wie Sie wird im Knast sicher gut ankommen. Daran hatte ich auch schon gedacht. Aber in 5 Jahren oder 10, vielleicht sogar in 50, wenn ich mir nicht mal mehr selbst den Arsch abwischen kann, werde ich mich freuen, an die kleine La Gringa und ihre lieben Freundinnen aus dem Knast zu denken. Ist mir egal. Ich gehe lieber in euren Knast. Auch lebenslänglich, wenn es sein muss, denn alles ist besser als Suenio. Es gibt nichts, was schlimmer ist als er. So much Mimi.
Ja, ja, so much Mimimi. Wow, 10.000 Nahrungspakete, genau das, was ich nicht brauche. Nomad hier, entschuldigen Sie die Unterbrechung. Nee. Kein Problem. In den letzten Jahren hat das Kartell mit Hightech-U-Booten als Methode experimentiert, um Drogen in die USA zu schmuggeln. Ich brauche Benzin. Soweit wir wissen, folgen die U-Boote einem Nebenfluss zum Amazonas bis in den Atlantik und fahren dann weiter bis zur Küste von Florida. Alter Verwalter, das sind ein paar tausend Meilen. Was willst du schon tun? Der Mann, der das Programm leitet, nennt sich El Cerebro. Wir wissen so gut wie nichts über den Typen. Er soll eine Art Genie sein, ein waschechter, verrückter Wissenschaftler. Und er hat alles Mögliche an Militärelektronik geordert, um seine U-Boote aufzurüsten. Wir müssen mehr über die Vorgänge in Caimanes wissen. Besorgen Sie mir alle Infos über die U-Boote, El Cerebro und seine Forschung. Wenn Sie verwertbares Material über die U-Boot-Flotte finden, schalten Sie sie aus. Machen wir El Cerebro Druck und sehen, wie er reagiert. Vielleicht macht er einen Fehler und wir können ihn uns schnappen. Klingt gut. Wir hängen uns rein. Oh, ein Video. Die meisten Kartellmitglieder sind brutale, vollgedröhnte Idioten. Aber Patricio Mendes Valle, alias El Cerebro, ist ein verdammtes Genie, das so schlau ist, dass ihm alles Schnuppe ist. Nidia Flores hat seinen Intellekt schon als Kind bemerkt. Sie schickt ihn in Mexiko aufs College und auf die Hochschule in Kalifornien. Selbst da soll er seltsam und scheu gewesen sein. Aber wir hatten ihn auf dem Radar. El Cerebro leitet das U-Boot-Programm des Kartells von Caimanes aus. Von Caimanes sind seine Halbtaucher manchmal mit 10 Tonnen Kokain nach Brasilien und dann in den Atlantik unterwegs. Dort tauchen sie nur knapp unter die Oberfläche und fahren durch bis nach Mexiko. Sogar bis nach Florida. Aber bald gehören diese Halbtaucher schon der Vergangenheit an. Nidia und er planen wiederverwendbare, vollwertige U-Boote. Was ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen mit einer U-Boot-Flotte anstellen könnte? Schmuggel wäre nur der Anfang. Wenn wir an die U-Boote wollen, brauchen wir El Cerebro und sein Superhirn intakt und kooperativ. Bedenken Sie, er ist Nidias Haustier. Sie wird ihn nicht einfach loslassen. Also, ehrlich gesagt, von der Alten würde ich auch nicht wegwollen, ne? Wie meinst du? Na, der Typ, der die U-Boot-Flotte leitet, ist doch das Haustier angeblich von der Ollen da. Okay. Da würde ich aber auch nicht weggehen. Sexy Beast. Damit meine ich nicht dich, Leo, sorry. Ach ja? Ah! Wie empfindlich kann man sein? Sehr empfindlich. Guck mal, ich rette die sogar aus den Flammen. Wow! Oder auch nicht. Ja, Leo, gut. Sehr gut. Vielleicht spawnen wir ja jetzt näher dran, wo wir hinwollen. Ey. Oh, Mann. Siehst du? Genau da, wo wir gerade waren. Ja. So, wo wolltest du hin? Hey, das klingt nach einer Motorrad-Challenge. Ich nehme das Motorrad. Wenn ich wüsste, wo du hin willst. Ich hab's doch markiert. Okay. Das klingt nach einer Motorrad-Challenge, das schon Kilometer weit entfernt. Das geschieht dir recht. Kilometer weit? 100 Meter oder so? Tikron, herzlichen Dank für dein Sub. Tikron, dankeschön. Ich fahre. Hype. Du abgelassen hast. Jetzt hat Tikron auch noch reingesubbt, ne? Ach da. Das ist ein Supporter ersten Grades, ey. Das gibt's gar nicht. Nee. Danke dir, Tikron. Danke. Komm ich weg? Warum ist denn hier alles steinig? Hier ist eine Funkantenne. Oh. Schnell abschalten, das schadet dem Funknetz des Kartells. Ich mach das mal kurz hier. Nachdem ich eh schon da vorbeigefahren bin. Gut. Ich hab nämlich keine Ahnung, wann ich hier wieder rauskomme.
Oh. Granate kommt. Komme mierda, Coleros. Verfickte Scheiße! Wie viele sind denn... Von wo? Dein Ernst? Von wo? Lol. Hä? I don't get it. Ich glaub's nicht, Alter. Was ist da passiert? Wie lange brauchst du noch zum Spawnen? 40 Sekunden. Okay, dann muss ich 40 Sekunden jetzt ohne zu sterben fahren. Oh Gott, das wird doch nicht... Nichts Leichteres als das. Oh Gott, das ist Schnee. Kann leider nicht blitzreisen. Wenn ich noch nicht tot bin, ne? Nee. So. Oh, wo kam der denn jetzt schon wieder her, Mann? Das gibt's doch gar nicht. So, ist das ein Gegner? Ich mache hier schon mal Vorarbeit. Ich spawn mal bei dir. Hoffentlich. Ja. Holy shit, Alter. War doch so knapp dran. Hast du gerade geschossen? Nummer 10, da. Nein, ich bin nur gespawnt. Warum glaube ich dir nicht? Ich habe wirklich nicht geschossen. Okay, wow. Bei mir kam irgendwie so ein Schuss durch. Da stehen einfach mal drei auf einem Haufen, oder was? Nimmst du den? Schalldämpfer drauf. Tango ist tot. So. Nimm die zwei. Nee, da sollten wir warten. Da stehen zu viele Leute in der Nähe. So. Leute, da läuft der einfach über die Leiche, der also Zivilist. Der wäre der nächste. Okay. Ich sehe auch sonst keinen. Na, ja, wenn wir es laut machen wollen, dann töten wir jetzt halt die, die du markiert hast. Den müssen wir nicht. Ich bin auf der 2. Ey, lass mal versuchen leise zu machen. Die stehen halt alle in Grüppchen, ne? Ja, deshalb sag ich ja. Aber wir müssen auch nicht mal, warte mal. Kriegt das so hin, warte. Konnte man nochmal über die Schulter, wie konnte man die umschalten? Mittlere Maustaste. Ja. Ich hab nur gesehen, wie du dich auf die Straße geschmissen hast. Du hast darauf gewartet, dass ein Auto kommt. Und dich über den Haufen fährt. Achso, willst du das machen? Mal sehen. Auf dieser Karte ist eingezeichnet, wo die Kartellboote vor Anker liegen. Wenn wir uns beeilen, können wir sie vor der nächsten Schmuggelfahrt erledigen. Hier ist nochmal der Story-Einsatz-Bonus. Der Dschungel bewegt sich. Kaimanes. Was? Ja. Okay. Ist auf dem Weg quasi. Okay. Siehst du den? Ja. Achso, das ist die Splitter Cell-Mission, die neu dazugekommen ist. So, na dann machen wir erstmal. Da ist das Story Kartell nutzt eine kleine U-Boot-Fährte für den Schmuggel nach Florida. Finden und versenken Sie sie. Jo, schießt du schon wieder? Ja. Heavy kommt gleich um die Ecke. Und dann ist der Typ, der hinter dir ist. Genau. Du wolltest ja nur den Hubschrauber, ne? Deswegen hier die ganze... Ja. Natürlich. Habe ich sofort mir gedacht. Kennst du die einfach zu gut. Ja. Wartet, Waffenkiste entdeckt. What? Was? Na, Waffenkiste halt. Achso. Hat er einfach mal entdeckt. Das ist doch gut. Waffengewerkschaft. Das ist nur eine Ausrüstungskiste. Nur. Da irgendwo ist hier noch eine. Ach, da oben. Kraft. Natürlich habe ich wieder.
irgendein Gewehr, was aufgeklaubt, was ich nicht... Oh, guck mal, wir haben sogar eine Auswahl an, an Helis. Wir könnten eine Mission wieder mit einem Kampfheli machen. Ja. Lass doch erstmal einen Kampfheli machen, nehmen, weil... Gut. Waren jetzt hier die Munition? Keine das ist hier auf dem Heli. Bei der Night Stalker. Nein! Oh. Warum steht hier eigentlich ein Rollstuhl? Keine Ahnung, aber der blockt mich gut. So. Auf geht's. Ab geht's. 3 Tage noch. Ach guck mal, da ist die Splinter Cell Mission. Ja. Oh. Und anscheinend ist da ein Raketenwerfer. Soll ich mal Aufmerksamkeit auf uns erregen? Ziehen. Nee. Das tut die Rakete schon. Oh! Ui. Warte mal, 2. Nee. Oh, jetzt. Holy shit. Holy Macaronis. Ja. Holy Macaroni. Okay. Siehst du irgendwo das Schiff? Wir sind quasi, also ich kann es nicht beschießen, wenn du das meinst. Jetzt das ist fantastisch. Okay. Inka, oder? Glaub schon. Die Besichtigung machen wir, wenn Santa Blanca erledigt ist. Konzentration. So. Ja. Oh, Scharfschütze. Rechte Seite. Linke Seite von dir aus gesehen. Hab ich. Oder? Ja. So, das Boot liegt irgendwie immer noch. Ja, ich weiß auch nicht warum. Kannst du von dir drauf schießen? Ich muss hier erstmal die ganzen Vögel, die uns hier bepflastern. Ich sehe das Boot nicht mal, Alter. Ist das Boot, was hier... Ist da diese Dings drin? Geht's Wasser? Hält leuchtet? Das? Ich hab hier die Dingens an, deswegen. Okay, kann sein, dass wir ran müssen. Oder dann tun wir noch die anderen Gegner. Ich probier's ja. Mal ein bisschen nach links fliegen. Okay, da im Feld. Was? Ich hab auf jeden Fall einen umgelegt, aber. Das war close. Ich habe eins von Cerebros U-Booten, also Augen auf und nichts wie weg damit. Wow, ich habe die ganze Zeit echt drauf geschossen, ne? Ja. Aber es wundert mich auch gerade, warum man es nicht einfach... Granate fliegt, nehmt das. Ach so, alles klar. Macht Sinn. Ich glaube, du hast unseren Heli zerstört. Nein, der steht... Nee, der Heli ist down. Wie? Er stand doch so weit weg. Ja, der war aber zu nah dran anscheinend. Oh. Das war's jetzt. Such dir am besten irgendwas in der Nähe vom Wasser, weil dann haben wir wenigstens hier Boote. So. Das Kartell nutzt eine kleine U-Boot-Flotte für den Schmuggel nach Florida. Können wir da mit dem Boot hin? Finden Jupp. Und versenken Sie sie. Na dann. No. Die Boote sind aber ein bisschen ramponiert, ich weiß gar nicht warum. Na, ja, obwohl, das linke hier, das sollte noch gut funktionieren. Warte mal, hier sind noch ein paar Daten, die nehme ich mal einfach mit, weil es kann. No. Ich hoffe, wir haben genug Benzin. Ich warte um was auf dich.
Schneller. Schneller. Ja. Hui. Das ist, ich habe ein Radiotape aufgesammelt. Geil. Oh, guck mal, hier ist ein... Oh! Was? Hä? Okay, das ist anscheinend nicht Wasser, was hier so dunkel ist. Aber zum Glück steht hier ein Heli. Bewacht von den Rebellen. Ja. Ja, leider diesmal aber keine Kanonen, das heißt, wir müssen uns irgendwie... Wir müssen reinfliegen und mit der Explosion alles töten. Okay. Willst du vorher aussteigen? Na, ich würde sagen, ich land hier. Sagt Fitzcarraldo, wir haben sein Boot entdeckt. Verrückt, so ein fettes Teil, so weit flussaufwärts. Hat deine Mutter auch gesagt. Gott, war damit der schlecht. Damit ich in der Explosion nicht vernichtet. Die Drohne ist oben. Ja, ja. Als ob ich das hier immer bin. Tango getroffen. Hier ist ein Drogenboot zum Hochjagen. Bleibt auf der Hut. 300 Meter von uns sind Gegner Richtung Osten. Ich weiß nicht, was da los ist und ob die näher rankommen. Oh. Ja, wir sollten die erstmal ignorieren. Ich habe auch gerade überlegt, ob der dann vom Schiff fällt, wenn man ihn hittet. Und er ist, glaube ich, runtergepurzelt, oder? Keine Ahnung. So. Oh. Ja, das war ich. Abschuss bestätigt. Aber die KI ist ein bisschen trottelig. Naja. Ja, der, kommen wir nicht ran. Der eine ist gegen den Pfosten gelaufen die ganze Zeit. Oh. Wo ist denn das Boot? Da hinten links. Ich hab's markiert. Ah, okay, siehst du. Ja. Hat da auch so eine Sprengdrohne. Wo könnte man die nochmal im Inventar ausrüsten? Genau. Ich glaube aber nicht, dass ich so weit komme. Tango getroffen. Ja, ich bin 3 Meter zu weit weg gewesen. Logischerweise. Oh. Okay, ich probier's jetzt. Ich ran. Okay, bin zerstört. Haha! Hast du gerade meine Drohne mit in die Luft gejagt? Ich weiß es nicht. Hab ich? Ja, hast du. So, ich komm zurück. Kann ich auch aufsammeln. Alter, sind da viele Gegner. Ich weiß auch nicht, was da los ist, wenn ich ehrlich bin. Der Tango ist hin. La 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 la. Die sitzen am Auto, ne? Die sitzen am Auto. Oh, da kommt schon wieder neu. wo ist denn jetzt hier der Helikopter? Da. Tango ist tot. Was? Wie, was? Was? Ich komme jetzt übrigens mit dem Auto zu dir gefahren. Der Helikopter ist nicht mehr flugtauglich, ne? Ernsthaft? Ja. Ich habe mich extra nochmal rangestellt, um zu gucken, ob der nochmal fliegt. Konnte nochmal einsteigen. Warum geht das denn nicht? Ja, ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert, wenn ich hier jetzt einen neuen Heli rufe. Ist hier vielleicht irgendwo in der Nähe ein anderer Heli? Bestimmt mitten im Sumpf.
Denke nicht, Leo. Also hier sind zumindest Boote. Das nächste Ziel ist auch da am Wasser. Das Kartell nutzt eine kleine U-Boot-Flotte für den Schmuggel nach Florida. Aber warum? Warum passiert sowas? Und versenken Sie sie. Kurz eingestiegen, wollte losfliegen, dann ist er sofort ausgestiegen. Ich so, hä? Ach so, so ist es also. Du hast ja. wieder verkackt. Ja, bestimmt. Ich war's wieder. Du bist eingestiegen und dann sofort wieder ausgestiegen. Naja, er ist automatisch ausgestiegen. Naja. Merk schon. Ich dachte gerade, unser nächstes Ziel bewegt sich. Hier ist Benzin. Oh, hier kommt man nicht durch. Echt jetzt? Hast du schon mal probiert? Geht nicht. Hast du schon mal probiert? Ja, gerade eben. Wir sind irgendwie noch Gegner, ne? Lass mich mal fahren. Ach, nein, lieber nicht. Das geht schief. Zum... Hä? Leo, was... Dein Ernst? Was zum... Hä? Hier ist überall Wasser. Oh, holy shit, ey. Ich... Nope. Granate kommt vom Mierda Culeros. Du weißt, dass es nicht hilft? Super, Daniel. Das hat richtig gut geholfen. Aber so richtig gut geholfen. Willst du es vielleicht nochmal mit dem Helikopter probieren? Mann, ey, das ist eine Scheiße hoch 10. Was ist denn das hier für ein... Sumpfgebiet. Ein ziemlich sumpfiges, würde ich sagen. Ja, eben halt nicht. Sonst wären wir ja nicht aufgesetzt. Du weißt schon, dass es so bei dem Sumpfgebiet ist, dass nicht alles Wasser ist, oder? Sondern eine Mischung aus Wasser und Erde. Nein, Daniel. Steig aus. Nein. War diesmal die andere Richtung. Trust me. Ich vertraue dir nicht, das ist das Problem. So. Sieht schon wieder so komisch aus. Ey, ich raff es nicht, ne? Ruf jetzt diesen scheiß Helikopter. Oder ich mach's, warte. Ich laufe. Ich glaube, dann bin ich schneller da. Kann ich mein Dingens... Brauch ich denn da? Die höchste Stufe von... von den Rebellen Sachen rufen. So, kann ich jetzt mal bitte den Marker wieder löschen? Danke. Also von Fahrzeugabwurf meinst du? Ja. Achso, das kann man nicht einfach freischalten. Nee. Du musst doch jetzt einfach einen Helikopter, Leo. Ist doch alles scheinbar ebenerdig und... Ja, anscheinend ja nicht. Und du weißt, wo die Helis immer landen. In der Nähe der Straße. Da ist keine Straße weit und breit. Ey, ich bin der Entwickler. Komm, lass mal einen völlig sinnlosen Bootspawn machen. Ja, cool. Damit die Leute einfach nicht wegkommen von dem Scheißloch. Mann, ey. Da. Ich frag ein bisschen gar nicht, wie du da hochgekommen bist. Na, hier. Wo läufst du denn hin? Naja, ich dachte, ich soll da hochlaufen.
Oh, das ist eine Station.